So, dann herzlich willkommen zum Abendupdate des JFD Live Trading TV Formats. Und ja, es ist kurz vor Handelsschluss. Wir werfen kurz einen Blick auf den Nasdaq 100 Index, denn ja, der hat hier eben einiges vorbörslich jetzt diese Woche eben abgearbeitet. Sowohl hier das Tief als auch mehr oder weniger exakt hier das Hoch, aber jeweils eben nur vorbörslich oder nach, vorbörslich, denn in der regulären Sitzung wurde hier, bleibt hier unten natürlich das Gap offen und noch weiterhin ist hier dann das Gap nicht ganz geschlossen. Soweit erstmal gut. Das war jetzt hier ja recht vorhersehbar, sage ich mal. Solange sich in den Wegen sich befunden hat, der Nasdaq. Im S&P 500 Index, wenn man da das kurz auf die Indikation umstellt, hier fehlen noch, oder hier hätten noch zwei, drei oder ein Punkt gefehlt. Bis zu dem Kursziel von 2107. Und hier unten war es nicht ganz angelaufen. Also auch hier war der Pfeil, hat hier perfekt dann gepasst noch. So, und was heißt das jetzt nun? Ich schalte noch mal kurz um. Ja, mit dieser Bewegung darf jetzt hier erstmal auch vielleicht nur dieser Impuls fertig sein, dieser korrigieren, vielleicht wieder auf dieses Level oder auch nur weiter höher und dann kann er sich weiter nach oben ausdehnen. Hier liegen ja noch dann einige Kursziele von vor 2, 3 Wochen oder beziehungsweise nach meinem Urlaub habe ich diesen Chart ja erstellt. Aber der liegt jetzt ja auch schon wieder 2 Wochen zurück. Und aber zuerst soll er korrigieren und dann nach oben gehen. Vorsicht ist jedenfalls geboten. Ist ja Quartalssaison. Da kann jeden Tag das ein oder andere Gap nach unten sowie nach oben eben auftreten. Im DAX habe ich es ja auch aktualisiert kurz. Hier hat der DAX die 10.360 bzw. halt die 67 genau erreicht, touchiert. Und das erste Kursziel lag hier und der zweite Widerstand hier. Ich bin ja nicht ein Freund von vielen Widerständen, von horizontalen Widerständen. Ich zeichne nur die wichtigsten ein, aber hier sieht man wieder, dass der Widerstand an dem Tag Signifikanz hatte und hier sieht man es eben auch wieder. Hier unten wieder, das sind ja alles mehr oder weniger relativ alte Widerstände und nicht neu gezeichnete. Beim DAX denke ich jetzt eher auch ja, eine Seitwärtskonsolidierung. Aber das dürfte eben auch davon abhängig sein, was Intel heute nachbörslich macht in den nächsten 10 Minuten. Hier wurde die Oberkante jetzt zwar, also ist ja der Wochenchart, kurzfristig, also temporär erstmal jetzt genommen. Das erste Kaufsignal war ja jetzt hier Wochenkaufsignal an der Marke. Und ja, hier kann sich jetzt gleich nochmal ein zweites Kaufsignal ergeben. Hier ist ja auch der Widerstand so eingezeichnet. Ab dem Zeitpunkt kann das hier ja, up and away bedeuten. Im Gold konnte heute auch einen schönen Move legen, aber nicht so stark wie Silber. Silber ist da wirklich volatiler und hat hier ja schon das Hoch rausgenommen. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt hier noch das alte, ich habe ein neues gepostet, muss ich ja dann nur ersetzen. Ist ja das untere gelöscht worden und der Stopp würde hier auf die 1.222 nachgezogen. Also maximal 10 Dollar Verlust können hier noch entstehen.
zu den anderen Setups. Hier zu ThyssenKrupp. Konnten im weiteren Handelsverlauf doch noch zulegen. Sah ja kurzfristig so aus, es wird hier ein Hoch entstehen. Aber hier ist eh nur grau, also bedeutet es sowieso nicht shorten. BASF hat jetzt hier die Zone erreicht. Darf jetzt auch erstmal konsolidieren. Genauso wie Bayer. Zack. Also hier war die Wochenendarbeit definitiv lohnenswert. Das sind ja alle Setups vom Wochenende, die ich in dem Weekend-Video Sonntagnachmittag eben bereitgestellt habe. Hier gab es jetzt eben auch den Ausbruch und ja, eine Deutsche Telekom legte hier auch deutlich zu. Einen kurzen Rückblick noch auf eben auf Siemens und auf die RWE. RWE sah eben zwischenzeitlich nicht gut aus, aber hat sich eben auf Tagesbasis hier gehalten. Das war dann jetzt, eventuell könnte man hier eben diesen Pullback hier eben schon zu Ende zeichnen und jetzt durch diese dynamische Kerze sollte vielleicht eben oder womöglich diese Linie keine Bedeutung mehr haben und es darf direkt nach oben gehen, schießen. So, dann passt es hier auch. Die Siemens-Aktie, wie gesagt, wurde hier im Video und auch auf Gottmer Trader des Öfteren vorgestellt. Mit dem Kursziel ist jetzt weit drüber hinaus, beziehungsweise über dieses Ziel, was ja zu schnell ging. Hier lag eben nur die Oberkante bei 94,50. Da es eben 4-5 Tage vorher der Fall war, liegt natürlich die Marke ein Stück höher bei 95,15 und hier gab es jetzt auch sogar ein kleines Überschießen. Mal sehen, was macht. Aber auch hier, wie bei BASF, kann hier eine erste Welle schon zu Ende sein und die aber dann, nachdem sie leicht korrigiert ist, komplett weiter sich nach oben ausdehnen. Hier gab es jetzt heute eher eine bescheidene Performance. Allerdings liegt man hier deutlich im Gewinn. Ja, also die Einzelaktien sehen auch aus. Hier was beendet. Rücklauf von mir aus an das Ausbruchsniveau. Und dann darf es weiter steigen. Also jeweils die Aktien. Eine Allianz schaue ich an. Hier ist noch über die, doch jetzt gleich direkt über den EMA ausgebrochen. Und eine SMA 200. Also wenn ich hier die einzelnen Aktien anschaue, es darf jetzt hier konsolidieren und nachher eben noch weiter sich ausdehnen. Eine Fresenius, die man hier im Tief optimal erwischte, hat jetzt hier auch fast das zweite Kursziel eben erreicht. Da hier, die musste mir nicht ganz so toll gefallen, wäre jetzt hier wirklich auch ein direkten Verkauf bei, ja, zwischen 66,50 und 67 möglich. Das war's zu den MDAX-Werten, komme ich dann morgen, denn hier hat sich eigentlich bislang noch nichts aktiviert. Hier die Dürr liegt knapp davor, da könnte morgen, muss ich noch schauen, wann die Zahlen rauskommen. Vielleicht kommen Zahlen raus und dann heißt es hier eben auch up and away. Danke und bis morgen.